In den letzten Tagen geistert immer wieder ein Bericht durch die diversen Timelines von Facebook, Twitter und auch Google+. Und zwar geht es dort um die Panoramafreiheit. Die meisten wissen, glaube ich, gar nicht, worum es da geht oder was das überhaupt heißen soll. Panoramafreiheit, ich will das einfach mal, generell das ganze Feld fotografieren, recht am Bild und. Das ist sowas von unheimlich vielfältig, dass man das eigentlich gar nicht, ich glaube, das Video würde mehrere Tage dauern, bis man das richtig erklärt hat. Und wahrscheinlich hat man dann immer noch die Hälfte vergessen. Deswegen will ich das hier nur ganz rudimentär anreißen. Panoramafreiheit, um es jetzt mal ganz, ganz simpel auszudrücken, bedeutet, ich stelle mich draußen auf ein öffentliches Gelände, stelle mich vor eine Schlucht, vor einem Gebirge, vor ein Gebäude, vor ein Kunstwerk oder sonst was und mache damit ein Foto und dann darf ich dieses Foto auch verwenden, logischerweise auch für Facebook, Twitter, Google+ und was auch immer. Ich dürfte dieses Foto, also wenn ich zum Beispiel jetzt zum Brandenburger Tor fahre oder zum Berliner Reichstag, was wir auch schon gemacht haben, stelle ich da, sag ich mal, jetzt meinen Firmenbulli vor, habe ich ja schon mal gemacht, und mache mit diesem Foto gewerbliche Werbung. Das heißt, oh, guck mal hier, ich war in Berlin, da sieht man meine Werbung, dann darf ich das. Das ist diese berühmte Panoramafreiheit. Dies heißt, dass ich alles, was ich draußen sehe, wenn ich an einem öffentlichen Platz bin, auch knipsen darf und es auch verwenden darf. Diese soll jetzt eingeschränkt werden, und zwar, die ist teilweise schon eingeschränkt, und zwar, wie man das auf dieser Karte hier hinter mir sieht, und zwar ist zum Beispiel Italien, Frankreich und auch Belgien und noch ein paar andere Länder, da gibt es keine Panoramafreiheit. Das kennt einige kennen das wahrscheinlich vom Eiffelturm her, zum Beispiel ist die Beleuchtung des Eiffelturms ist geschützt. Das heißt, wenn ich nachts oder abends mit meinem Handy oder Kamera, whatever, einen Film oder ein Foto mache von einem Eiffelturm, der beleuchtet ist, und dieses kommerziell nutzen will, also auf meinem monetarisierten Blog oder in meinem monetarisierten YouTube-Kanal, dann muss ich vorher eine Erlaubnis, um schriftliche Erlaubnis fragen, sprich, ich muss eine Lizenz kaufen, was logischerweise wieder in Geld ausgedrückt wird, so ungefähr. Das ist in diesen Ländern, sprich hier, ist das schon eingeschränkt. Und diese grünen Länder alle hier, also sprich England, Irland, hier oben Skandinavien ein paar, Deutschland und wie soll er heißen, die ganzen anderen, Österreich und so alles, da ist es noch nicht eingeschränkt. Das soll jetzt aber auch sich ändern. Soll sich in dem Fall so ändern, dass man zwar immer noch draußen Fotos machen darf, die aber nicht zu nicht kommerziellen Zwecken nutzen darf. Hört sich jetzt erstmal ganz kompliziert an, heißt eigentlich, ich darf nach wie vor alles fotografieren, darf es auch im privaten Kreis oder nicht kommerziell nutzen. Jetzt kommt aber der Fallstrick, und zwar, wenn ich es auf Facebook meinen Freunden oder öffentlich teile, dann ist das von dir aus gesehen nicht kommerziell, weil du verkaufst ja da nicht dieses Bild oder verdienst ja kein Geld mit. Aber jetzt kommt nämlich der Fallstrick. Facebook hat in seinen AGB stehen, dass die deine Bilder auch zu kommerziellen Zwecken verwenden können. Heißt im Klartext, auch wenn du da kein Geld mit verdienst, könnte Facebook mit deinem Geld, mit deinem Bild Geld verdienen oder auch Instagram. Und dann ist es wieder eine kommerzielle Nutzung. Wenn jetzt windige Firmen, wir kennen ja diese windigen Firmen, auf die Idee kommen, praktisch jetzt das durchzuboxen, sprich, dass diese ganzen grünen Länder jetzt demnächst auch noch gelb oder rot werden, dann haben wir nämlich echt ein Problem. Denn dann darf man kein Foto mehr, das heißt, Fotos machen darf man nach wie vor. Man dürfte sie aber weder auf Instagram, weder auf Facebook, noch auf Google+, noch auf YouTube, noch sonst wie in irgendeiner Art und Form dann verwenden, weil das wäre nämlich ein riesengroßes Problem. Dazu gibt es auch nochmal einen Blogbeitrag, deswegen will ich das gar nicht hier so anreißen, weil sonst wird das hinterher noch ein stundenlanges Video, der sehr interessant ist, der das Ganze auch nochmal genauer erklärt. Verlinke ich euch in den Kommentaren, sprich unten einmal unter dem Video gucken, da könnt ihr das Ganze nochmal durchlesen, dann könnt ihr auch genau nochmal nachlesen, was ihr machen könnt oder nicht, wie auch immer. Und jetzt verweise ich einmal drauf, ne? Ihr wisst schon, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.